Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, es ist schon mehrfach gesagt worden, dass wir heute erneut eine bedeutsame Entscheidung zu treffen haben. Es ist der gleiche Raum, in dem wir schon mal diese Entscheidung getroffen haben. Es ist die gleiche Person, nämlich Dr. Norbert Hornehm, um die es heute geht, wie es damals ging. Es ist die gleiche Aufgabe, nämlich uns zu entscheiden für einen Kandidaten. Und es ist die gleiche Verantwortung, die wir tragen gegenüber den Bürgern unserer Stadt. Natürlich haben wir eine völlig veränderte Situation. Andreas hat es in seinem Referat sehr deutlich gemacht. Auch wir als Seniorenarbeitsgemeinschaft wissen von dieser Veränderung in der Situation. Wir wissen um die große Verantwortung, die unsere Partei trägt, wenn es um die Entscheidung geht, die wir heute zu treffen haben. Wir wissen aber auch, dass es kein leichter Gang werden wird. Automatismus wird ohnehin nicht auf der Tagesordnung stehen. Was wir brauchen, sind überzeugende Argumente, warum wir uns denn so entscheiden, wie wir es heute tun werden. Das heißt, wir brauchen ganz konkrete Nachweise über die Richtigkeit dieses Bündnisses und über die zukunftsreiche Fortsetzung. Die Hauptargumente muss Norbert Hornehm natürlich selbst bringen, das ist völlig klar. Und er hat mit seiner Rede aus meiner Sicht einen sehr guten Anfang gemacht. Mich freut es sehr, dass sowohl bei Andreas als auch bei Norbert Hornehm von Vertrauen und Verlässlichkeit die Rede war. Ich meine, dass das genau die entscheidende Grundlage für die Fortsetzung eines so wichtigen Bündnisses ist, wie wir es anstreben. Ich sage Ja zu Dr. Norbert Hornehm, wohlwissend, dass wir als Partei auch hohe Erwartungen und somit Anforderungen an die weitere Arbeit haben. Das ist auch für uns von entscheidender Bedeutung. Deswegen gebe ich auch der vorliegenden Erklärung abstrichlos meine Zustimmung. Danke.